Das ist der Ichin Tyro 99 Bausatz, der nicht mal 90 Euro kostet. Es sind viele Kleinteile, aber leicht zum Zusammenbauen. Nach circa 6 Stunden Arbeit ist der Tyro 99 flugfertig und wiegt 330 Gramm. Tyro 99 hat eine CMOS 2,8 mm Kamera, guten Matec F4 Flugkontrolle mit Vibrationsdämpfer, 25 bis 600 mW Videosender und eine Pagoda 2 Antenne. Die Motoren sind 2206 mit 2150 kV, die bis 5S Lipo gepflogen werden können. Die Kabel an den 5 mm Armen sind gut mit Schrumpfschlauch geschützt. Ich fliege den Tyro mit einem guten Ahatech Infinity 1500 mAh 4S Lipo. Die FPV-Brille ist eine HDO von Fatshark und die Funke die gute Taranis X9D Plus SE. Alles ist gut bei dem Tyro 99, außer die CMOS-Kamera. Die zeigt Schwächen beim Fliegen gegen die Sonne. Hier ist die Umgebung auf einmal sehr dunkel und man kann sich kaum orientieren. Die Anpassung der Helligkeit ist träge. Mit einer anderen CCD-Kamera wäre der Tyro viel besser. Vom Flugverhalten finde ich den Tyro sehr gut. Mit meinem XM Plus Empfänger reagiert der Tyro 99 über den S-Bus-Protokoll sehr schnell. Die Beschleunigung der Motoren ist okay, könnte eigentlich schneller sein, aber dafür verbraucht der Tyro 99 nicht so viel Energie und man kann Lipo-Akkus bereits ab 60C verwenden. Mit einem aggressiven Flug komme ich auf über 4 Minuten Flugzeit. Den Tyro 99 kann ich jedem 5 Zoll Einsteiger empfehlen, der Geld sparen möchte und ein guter Bastler ist. Die meisten Teile werden zusammengeschraubt und gesteckt, lediglich die Motoren müssen angelötet werden. Später kann die Kamera gegen eine bessere Runcam oder Fuchsa ausgetauscht werden. Der RAM hat 5 mm dicke Arme und ist stabil genug. Die Halterung für den Akku könnte besser sein. Guten Flug wünsche euch der Copterheld.